Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Ich stehe, wie man vielleicht sieht, wieder in Engelnstedt oder nahe bei Engelnstedt. Ich stehe wieder bei der ersten Anlage, so wie genau vor einer Woche. Die Sonne geht schon wieder unter. Es ist nicht viel später, also es ist früher als letztes Mal. So sieht's aus bei der ersten Anlage. Hat sich nicht viel getan. Bei der dritten ist immer noch gar nichts und bei der zweiten ist auch nicht viel mehr. Videoüberwachung ist immer noch. Die stehen immer noch da. Aber es wurde jetzt eine richtige Stellfläche gemacht. Oh ja, das sieht gut aus. Verdichtet und komplett gerade, wie mit der Wasserwaage gezogen. Jo. Geil. Das sieht schon mal gut aus. Komplett gerade. Man sieht ja auch, hier geht's ja, 3 Meter runter ungefähr. Ich übertreibe nicht. Um die 4 Meter. Das ist wirklich eine große Stellfläche. Hier steht dann der dicke Kran. Bin mal gespannt, was das für ein Kran wird. Da steht die Videoüberwachung. Da ist die zweite Anlage. Da ist nichts. Das ist auch gerade. Und da ist auch nichts. Da gucke ich gleich vielleicht mal hin. Ja, ich fahre mal den Acker runter und dann zeige ich euch das gleich mal. Ja, und das ist es hier. Hier kommt die Anlage hin. Ist zurzeit noch schief, aber wenigstens ist der Vorplatz hier gerade. Also hat sich doch noch was letzte Woche getan. Sehr schön. Gehen wir mal hier hin. Ja, wie gesagt, hier ist nur Erde, hier hat sich nichts getan. Ich glaube auch, weil Freitag hier so starker Regen war, haben die nichts gemacht. Deswegen, es kann auch sein, dass die seit Freitag nichts mehr gemacht haben, weil wirklich alles weggespült wurde. Und jetzt ist zum Glück wieder alles furztrocken hier, weil hier sieht man auch, hier kommt die Anlage hin. Hier ist überall das Wasser runtergelaufen, also hier stand auch bestimmt ein riesen See an Wasser. Ja, das ist dann wahrscheinlich der Hügel, der dann hier verteilt wird für die Auffahrt zu der Anlage. Hier kommt ja die Anlage hin. Ich bin mal gespannt, wie tief die dann das hier machen, weil es steht halt komplett schief. Und die haben jetzt vielleicht ja 30 cm abgetragen hier. Ja. Dann würde ich sagen, ich halte euch nicht lange auf. Ich fahre gleich zur dritten Anlage und zeige euch da mal, was ist. Nur ganz kurz, weil da ist einfach gar nichts. Und dann kann ich ja vielleicht nochmal gucken, ob ich zur zweiten Anlage komme. Weil sonst habe ich ja jetzt nur von der ersten Anlage gezeigt. Ja, hier ist es auch am spannendsten gerade. Und nächsten Sonntag kommt dann wieder ein Video von hier. Zurzeit halt noch nicht so interessant. Aber ich finde es trotzdem schon interessant hier. Ja, dann fahre ich mal hier gleich kurz den Acker noch runter und dann zeige ich das euch da unten noch. Und dann sollte es auch schon wieder gewesen sein für diesen Sonntag. Ich hoffe, euch interessiert das trotzdem. Mich interessiert es schon, weil man sieht halt schon ein bisschen was. Also besser als bei der dritten Anlage, das kann ich euch mal zeigen, weil da ist wirklich absolut gar nichts. Und so war das, wo ich hier vor 3 Wochen am 16.08. da war hier gar nichts. Und wenn man jetzt schon den Fortschritt sieht, bin ich schon positiv überrascht. Ja, da geht nicht mal ein richtiger Weg hin. Ja, gucken wir mal gleich. So, dann, wir sehen uns gleich. Also ich beende das Video nicht, glaube ich. Ich schneide das jetzt in 1. Aber wenn ich dann bei der zweiten Anlage bin, dann, ich glaube, das lasse ich drin. Gut, dann bis gleich. Ja, und schon stehe ich an der dritten Anlage. Schwer vorzustellen, aber hier kommt sie hin. Genau hier. Hier ist die Zufahrt und da kommt sie hin. Sehr schwer vorstellbar, aber glaubt mir. Da sieht man die schöne E82, dann die E70 mit Alu. Sehr schön. Ja, und die Anlage wird am nächsten sein. Genau, wo ich am 16.08. hier war, war es genau so, da hat sich hier nichts geändert.
Und es gibt hier nicht mal einen richtigen Zuweg. Das ist der Zuweg. Ein bisschen Erde mit Gras. Nicht so toll, aber besser als nichts, würde ich sagen. Bin gerade den Acker runtergeballert. Ich würde sagen, es war nicht so schön. Aber ja. Hier ist die zweite Anlage, da werde ich gleich hinfahren. Und hier ist die erste Anlage. Und das sieht von außen schon richtig gut aus. Die Videoüberwachung hat zum Glück nicht auf dem Weg gezeigt. Und jetzt stehe ich hier bei der zweiten Anlage. Das ist die einzigste, die gerade steht und nicht schief auf dem Hügel. Ja, so sieht es hier zurzeit aus. Nicht wirklich viel ist machbar. Und ja, so sieht es hier gerade aus. Und ich denke mal, die kommt dann hier so hin. Genau. Was soll ich denn hier noch drüber sagen? Hier sind sie auch nicht weitergekommen, weil sie an der ersten Anlage weitergemacht haben. Hier sieht man halt ja, nur Erde. So, ich glaube dann, auch wenn das jetzt nur wirklich ein ganz kurzes Video war, das ist halt nicht so interessant. Hier ist nicht mal eine Zufahrt. Genau, das war's hier. Bei der zweiten Anlage, ich glaube, das schneide ich auch noch ins andere Video rein, weil das war jetzt wirklich so kurz. Da sieht man auch noch den anderen, die andere Baustelle. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ciao.